Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Wir waren im letzten Part dabei, ein paar Bergkristalle zu sammeln. Und ein letzter fehlt uns jetzt noch hier auf Kalador. Deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir uns den auch noch wegsnacken. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also angeblich geht's hier irgendwie... Wir müssen wahrscheinlich da rüber und dann da irgendwie hoch. Hier war doch auch, hier waren wir doch noch gar nicht, oder? Wir waren doch noch nicht hier bei diesem... Das glaube ich nicht. Wir gehen mal ein bisschen gucken. Ich glaube, da ist noch ein Schattenlord, den wir noch wegmachen können. Beeren können wir noch pflücken, ist auch schön. Geht's mal eben da rüber. Wir waren hier noch nicht ganz so gründlich in Kalador. Irgendwo muss es hier noch höher gehen. Da finden wir einen Weg, Leute. Da finden wir einen Weg. Hier geht es hoch hinaus. Und schauen wir doch mal. 5. Ich glaube, bei Termiten und sowas ist das Elektro gut. Sehr schnell. Nein. Lass mich in Frieden. Ich bin selber auch ganz zufrieden mit unserer Leistung. Wir als Team, das läuft ganz gut eigentlich hier, ne, Edward? Machen wir ganz solide, machen wir das. Gibt's nichts dran zu meckern, muss ich zugeben. Und eine kleine Ratte. Und noch eine kleine Ratte. Nebenbei kann man auch mal gucken. Also hier oben waren wir definitiv noch nicht, deswegen... Da wird gleich noch einiges zu entdecken sein. By the way, ich habe das Gefühl, die Probleme mit dem, mit den Wasserfällen scheinen weg zu sein. Also wir gehen jetzt erstmal darüber und kehren dann gleich wieder zurück. Hier unten irgendwelche Kristalle? Nee. Wo soll denn der nächste sein? Da oben gleich. Irgendwo da, da ich sehe ihn auch schon. Was ist er denn, Alter? Okay, warte, Quicksafen, das ist mir zu gefährlich. Aber wenn ich hier bleibe, kommt der, glaube ich, nicht zu mir hin. Und ich kann von hier aus schön raufmetteln. Golem. Okay, Erzgolem ist... Hi. So geht's. Ich auch. Da war ich jetzt echt in Sorge, aber hat geklappt. So, das ist natürlich, wir sind da echt ganz glücklich, dass wir das hier haben. Ne, da sind die anderen Klassen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Menge von diesen Telekinese-Zaubern am Start haben. Die sehen ein bisschen älter aus. Das dürfte jetzt der letzte Bergkristall hier auf dieser Insel gewesen sein. Schauen wir mal, was ist hier los? Erstmal sammeln wir die Beeren. Gucken wir uns natürlich nochmal um. Hier noch irgendwas? Guck mal, was haben wir denn da hinten? Komm ich da ran? Ist noch irgendein Kristall, den wir auch noch haben. Komm schon. Ja, da. Aha. Ne? Normale Ottos müssen da hinspringen. Wir kriegen das so hin. Schön. So, quicksafen und rein da. Hier haben wir noch eine Voodoo-Puppe, Jordi-Stein, einen Schädel können wir nicht mitnehmen. Gut. Dann sind wir hier soweit eigentlich fertig. Haben den Kristall. Check mal eben, was haben wir noch? Weibliche Reize, alte Erinnerungen. Auf meiner Karte kann ich Fundort des Schatzes sehen. Kroby weiß, an welchem Ort Kapitän Degenkolb normalerweise seine Schätze vergräbt. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Shardek hat eine große Sammlung an wertvollen Drinks. Scheint fast so, als... Achso, das muss ich einfach durchführen. Ne? Das ist nur Crew-Dinger. Wir sind jetzt auf Kalador. Was haben wir noch hier? Grüne Flammen und Moorholz. Er hat doch auch gesagt, dass ich alle... Wenn ich das grüne Leuchtfeuer im Leuchtturm anzünden will, brauche ich spezielles Holz aus Kalador's Sümpfen. Drake meinte, 6 Stück uraltes Moorholz sollten reichen. Sollte ich nicht auch auf Kalador alle Leuchtfeuer anschalten? Jäger der Dämonen. Lass ich mich um die Dämonenjäger in Kalador kümmern. Viele von ihnen... Gibt's da was noch? Ja, hier, guck mal, da ist wohl noch einer. Und da ist wohl noch einer. Dann passt das doch. Ja, passt das doch. Dementeur. Wir machen einfach mal weiter. Da scheinen noch ein paar Dämonenjäger offen zu sein.
Die führen uns vermutlich auch dann in Richtung der Teleporter, die uns noch fehlen. So, dann gehen wir doch jetzt einfach mal in Richtung der Schatten. Achtung, mach dich bereit. Oh. Ja, ja, Junge, Junge, Junge. Bitte entspannt bleiben. Bitte entspannt bleiben. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Bleib weg, bleib weg. Eieiei, das war unerwartet schlimm. Scheiß Schatten. Gut. Sollte doch mal irgendeinen Trank ausprobieren, das können wir jetzt ja eigentlich machen. Benutzbar, ich muss nur noch mal rausfinden, wie der jetzt hieß. Logbuch Crew. Shadek hat eine große Sammlung an Welt von Drinks. Scheint fast so, als ob er für jede Situation den richtigen Trank hat. Ich sollte gelegentlich danach fragen. Achso, einfach nur gelesen. Ich muss die gar nicht ausprobieren. Alles klar. Weiter. So, jetzt vorsichtig. Hier geht's wieder in die Schattenkiste. Da gucken. Oh. Sollen die Schatten nur kommen, mit denen werde ich schon fertig. Halt mir lieber den Rücken frei. Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue. Wenn du das sagst. Aua, aua. Hast deinen Meister gefunden. So. Gegen Schatten ist halt immer so ein bisschen, das ist nicht so ohne, da musst du wirklich ein bisschen aufpassen. Scheiß Schatten. Wie ich halt nicht treffe. Beeindruckend. Oh oh. Jetzt los. Was ist jetzt passiert? Zu den her. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön sein. Heulen nur. Du Mistvieh. Irgendwelche Steine hier? Hier gibt es keine Kristalle, die wir zum Einsammeln, ne? Nee. Oh, hier. Aber hier gibt es magische Kristalle. Wir müssen auch unbedingt demnächst mal zu den Magiern zurück und uns hier jetzt den Feuerregen organisieren. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich genug magisches Erz, dass das klappen sollte. Müsste eigentlich funktionieren inzwischen. Schön draufäumeln hier. Sehr schön machst du das. So, was haben wir denn hier? Dann nehmen wir einmal unseren Rostzauber zum Öffnen. Das hat schon was, ne, dass wir nicht jedes Mal das Minispiel machen müssen. Gold, Fluch der Schwäche und Schleichender Tod. Nehme ich doch gerne an mich. So. Quick Saven und weiter. Ganz in Ruhe. Das nimmt kein Ende mit den Schergen. Du brauchst hier nicht so angelatscht kommen. Was ist mit dir denn los? Nee, du brauchst auch nicht. Brauchst du nicht. Hier so langsam deinen Schlag auflädt. Oh, guck mal, er kann sich so wegteleportieren. Nice. Das war nicht. Oh oh. Ja, nee. Ist klar. Ja, nee. Und natürlich kommen jetzt nicht nur das Vieh. Jetzt habe ich natürlich auch den Höllenhund an den Eiern. Jetzt kommt natürlich alles. Kannst du mal den Kack-Höllenhund erstmal wegmachen? Ich treffe den einfach nicht. Warte, warte, das ist anders so. Dann haben wir den. Jetzt kommst du noch eben, das Kack-Skelett. Nein, 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 lass mich in Frieden. Ich muss erst alles drumrum wegmachen. Vorher habe ich hier keine Ruhe. Oh, lol, 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 lol. Oh, noch mehr. Ja, dann kämpf doch mal mit, Bruder. Wäre sehr hilfreich. Dass ich alles alleine machen müsste hier, weißt du? Kurz heilen und weiter geht's. Los. Was ist immun? Dann nehmen wir mal Eis. Er macht das gut. Hat das? Ja. Das hat Schaden gemacht. So, erstmal looten hier. Sorry, Edward, ich war ein bisschen überwältigt von der Gesamtsituation. Ne, das war einfach sehr stressig.
Haben wir noch einen Geisterpilz? Hier haben wir noch eine Schattenwaffe. Scheiß Schatten! Ein toten Dämonenjäger. Oh, das ist schlecht. Persönliche Habe. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin in eine Quest reingelatscht. Goldquarz. Sind das die Quarze, die wir sammeln müssen? Das sind die Quarze. Es gibt hier doch Quarze. Wir müssen Goldquarze sammeln. Ja, kümmern wir uns später drum. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal alles platt. Und wenn wir alles platt gemacht haben, dann kann man hier immer noch in Ruhe rumgucken. Weißt du? Wir nehmen trotzdem natürlich mit, was geht. Und später latschen wir dann einmal durch und sammeln diese Quarze, die uns noch fehlen. Achtung, mach dich bereit. Ja, mach ich. Bin immer bereit. I was born ready. Schergen direkt einfach. Oh, natürlich noch ein Schattenhund. Scheiß Schatten. Die Hunde kriege ich gar nicht mit normalen Zaubern. Das kriegt, die hauen mich immer. Okay, what the fuck? Siehst du, du kriegst die nicht. Du hast nur einen ganz kurzen. Ich habe einen ganz kurzen Slot, wo ich Schaden machen könnte. Und da hauen die immer zwischen. Da machst du wirklich eher den hier. Da musst du diesen Nahkampf-An-Visier-Angriff machen. Sonst läuft das nicht. Hast du den fertig gemacht, Edward? Ehre. Du bist ja wirklich was zu gebrauchen. Noch so ein Schattenbiest. Oh, Jungs, was ist denn los mit euch? Ich bin beeindruckt. Ich auch, ist mega. Noch ein toter Dämonenjäger. Scheint hier persönliche Habe einzusammeln. Persönliche Gegenstände. Haben wir. Persönlicher Freiraum. Persönlicher Freiraum. Und das kriegen wir, glaube ich. Hier kommen wir da ran. Ach nee, du musst da echt. Musst da echt den hier haben, sonst läuft's nicht. Sonst noch was? Schädelblüte nehme ich auch gerne. So, da oben ist noch mehr. Geht mal her. Mhm. Soundeffekte verheißen wieder nichts Gutes. Wir gehen jetzt mal weiter gucken. Irgendwo muss ja hier eigentlich auch wieder so ein Schattenlord rumgammeln. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Scheiß Schatten. So, warte, da oben ist wieder Goldquarz. Das nehmen wir direkt mit. Ah, das klingt schon scheiße. Noch so ein Schattenbeast. Coole gehen, glaube ich, auch so. Bei Ghoulen kannst du einfach so drauf klümmeln, das macht nichts. Das hört einfach nicht auf mit den Biestern. Jo, ich gebe mein Bestes, ne? Nützt ja nix. So, wo sind wir hier? Sind wir auf einer zerstörten Farm? Erstmal ein paar Truthähne grillen. Und dann schauen wir uns auf dieser zerstörten Farm mal um. Ist hier in der Nähe einer dieser. Ja, direkt hier vorne. Ach, das ist. Ah, das ist gar kein Teleporter. Das ist einer von den. Von den Dämonenjägern, die Hilfe brauchen. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird zahlen. Wolfson? Moira? Und Semyon haben es leider nicht geschafft. Dann werden wir mal mit Fan schnacken, ne? Hi, Fan. Was ist hier passiert? Der Tod kam sie holen, der Bastard. Diese verdammten Schatten greifen schutzlose Bauern an. Das ist echt übel. Erzähl mir mehr über den Angriff hier. Erzähl mir mehr über den Angriff. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Den Spuren nach hat hier ein ziemlich großes Biest gewütet. Muss sie im Schlaf überrascht haben, das feige Schwein. Die hatten keine Chance. Was weißt du über den Hof hier? Was weißt du über den Hof hier? Hier hat der Bauer Wolfson mit seiner Familie gelebt. Aber von denen ist nichts mehr übrig. Nur die Magd Eona konnte entkommen. Bin auch nicht dazu gekommen, nach ihr zu sehen. Musste erst die Leichen bestatten. Irgendeine Ahnung, wo Iona hin geflohen sein könnte? Sie ist doch hoffentlich nicht in den, ne? Ist sie doch nicht, oder? Irgendeine Ahnung, wohin Iona geflohen sein könnte? Ich habe ein paar Spuren entdeckt, die nach Norden führen. In der Gegend ist auch ein alter Steinkreis.
Könnte sein, dass sie dort in der Nähe Unterschlupf gesucht hat. Aber das ist nur eine Vermutung. Wahrscheinlich lebt sie schon nicht mehr. Ich schau mal, ob ich sie finde, ja? Ich sehe mich mal nach Iona um. Gut, aber pass auf dich auf. Hab keine Lust, noch ein weiteres Grab auszuheben. Keine Sorge, Bauernopfer. Ich gehe da gleich mal gucken. Aber vorher schaue ich mich, wenn es gefällig ist, eben nochmal kurz hier auf dem Bauernhof um. Da hier ja jetzt nicht mehr so viel Leben herrscht, sind die wahrscheinlich nicht unbedingt böse. Wenn ich mir mal ein bisschen ihres Hab und Guts ausleihe. Ja, eine traurige Geschichte, ne? Oben beim Steinkreis, gucken wir mal. Wir wollten da eh hin. Hier ist nix. Erinnert so ein bisschen fast an Bauer Lobards Hof, ne? Nur ein bisschen kleiner und weniger belebt. Eine Ratte. Keine Ratte. Gabel. Messer. Wer hier gewütet hat, brauchte keinen Gegner fürchten. Törichtes Bauernpack. Der zerbrochene Dietrich. Das war einer der legendären Gegenstände. Die müssen wir auch noch alle sammeln. Also wir haben noch... Dieses Projekt geht noch ein bisschen, das kann ich euch sagen. Das ist ein ganz schön dickes Content-Monster, dieses Game. Aber hey, macht Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. So, eben kurz mal den Kopf in Wasser halten, ne? Dann geht's gleich munter weiter. So, also Steinkreis, das geht hier direkt nach Norden hoch. Muss hier irgendwo ein Höhlchen sein. Das wäre dann weiter hier hinauf. Oh, scheiß Spinnen. Ich hasse Insekten. Ich auch. Vor allen Dingen Spinnen. Also wirklich, also das wäre mein Albtraum, wenn es solche riesigen Spinnen wirklich geben würde. So groß. Ich finde schon diese Tarantula-Dinger da. Die sind ein heidnischer Ort. Die sind doch, so. Ich muss sagen, er hat was. Die sind so flauschig und so. Also an sich, die sehen schon fast niedlich aus, aber ach. Sobald die sich halt bewegen mit ihrer spinnartigen Spinnigkeit, dann ist sie wieder vorbei. So, ich hoffe, wir kriegen den kaputt, bevor der bei mir ist. Einmal ausweichen, danke. Edward, das war klasse. Das hast du sehr gut gemacht. Bevor der mir auf die Fresse hauen konnte, hast du einfach einmal in seine Fresse gehauen und dann war da Ruhe. Sehr gut. Also ich finde eine Menge Teleportersteine. Nur keine Teleporter. Das ist beeindruckend irgendwie, oder? Zusammen sind wir stark. Oh. Was schießt du denn hin, Mann? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Ich bleibe keusch. Ich bleibe rein. Habt ihr meine Vertraute? Oh. So, wo ist denn die gute Iona? Da sehen wir auf jeden Fall noch eine Kiste. Und es klingt so, als wäre hier irgendwo in der Nähe ein Teleporter. Also vom Soundeffekt her, das macht ja, die machen ja immer so ein Geräusch. Hier kann man durch. Warte, 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 warte. Dahinter ist was. Jetzt machen wir erstmal diese Kiste auf. Wein und Gold. Okay, hier ist nichts. Hab mich voll gefreut. Dahinter, da ist was, da ist was. Und dann ist da nichts. Iona, wo bist du? Kann man hier irgendwo rein? Nö. Also ich sehe hier keine Iona. Auch keine Leiche oder so. Da ist sie noch weiter nach Norden gegangen. Wir können das ja einfach mal anmachen. Das wäre dann hier und dann da. Jo, da schreit der Hahn auch schon wieder. Ja, ist tatsächlich da oben. Na gut. Meine Lieben, dann machen wir aber jetzt doch erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Das war doch ganz schön. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.